Naja, wenn es eine klare Haltung wäre, wäre es gut. Der Knackpunkt ist, dass durch die deutsche Zurückhaltung viel zu spät Kampfpanzer und Schützenpanzer geliefert wurden, dass Deutschland sich nicht an der Kampfjet-Koalition beteiligt und dass Deutschland in der Frage der Taurus falsche Signale an Briten und Franzosen und auch in die Ukraine gesendet hat, nämlich, dass dies alles nur eine Frage der Zeit ist. Jetzt erstmals macht der Bundeskanzler deutlich, dass Deutschland mehr tun muss. Das kommt aus meiner Sicht ein Jahr zu spät. Natürlich unterstützen wir das, aber es ist mit angezogener Handbremse und es ist mit unklarem Ziel, weil der Bundeskanzler sagt, die Ukraine darf nicht verlieren, Russland nicht gewinnen. So sagt aber der Verteidigungsminister und die Außenministerin, dass die Ukraine ihre Grenzen wiederherstellen muss. Und im Moment sieht es so aus, dass wir nicht mal das Minimalziel des Kanzlers, dass die Ukraine nicht verlieren darf, erreichen, weil die deutsche Rüstungsindustrie nicht die Aufträge bekommen hat, die Finanzierungszusagen für ihre Zusagen. Die hat nämlich gesagt, ab nächsten Jahr 400.000 Geschosse, die gebaut werden können. Die EU erreicht ihre Versprechen nicht. Also das Scheitern dieser ganzen Zusagen hat jetzt endlich den Kanzler bewogen, deutlich zu machen, dass wir mehr tun müssen. Und das ist spät genug. Deutschland ist es nicht gelungen, eine Kampfpanzerkoalition zu schmieden, weil wir viel zu lange Polen und Spanien hingehalten haben. Und Deutschland hat nicht der Rüstungsindustrie die entsprechenden Freiräume gegeben hinsichtlich einer Umstellung der Arbeitszeiten und der Produktion. Und das Schlimme ist ja, Herr Reisner deutet es an, eine mögliche Kompromisslinie würde Geländeverzicht bedeuten und das wäre für Putin der Sieg, weil dann deutlich wird, ich muss nur hartnäckig genug sein, der Westen ist schwach, je länger ich kämpfe, desto uneiniger wird der Westen. Und dann hat er weiterhin seine 20% von der Ukraine und schafft damit ein Rollenmodell für Vucic, für Serbien im Kosovo oder in Bosnien. Aber der große schwarze Schwan, das ist nicht nur der Iran und Irak, sondern das ist China und Taiwan. Und damit zeigt sich, Autokratien, wenn sie hart genug sind, schwächen die Demokratien. Und deshalb kommt unsere Reaktion vergleichsweise spät. Es ist noch nicht zu spät, aber das bedarf der Lieferung von Taurus als Symbol, aber eben auch einer klaren Aussage, dass die Ukraine eine Zukunft in der NATO hat, dass also Russland kein Mitspracherecht hat in der NATO. Wir müssen auch Motivationen geben. Deshalb war es auch gut, dass die Aussage Aufnahmeverhandlungen für die EU jetzt getroffen wurde. Ja, die Ukraine hatte ja völlig überraschend gegen die zweitstärkste Militärmacht der Welt, überraschend aus der Sicht der Bundesregierung bestanden und hat dann sehr klar Offensiven vorangetragen im letzten Herbst, aber eben nicht, und das war unser Fehler, Kampfpanzer, Schützenpanzer bekommen, keine Munition, sodass Russland sich eingraben konnte. Das war die Chance vom Herbst des letzten Jahres. Und jetzt wiederholen wir den Fehler, dass eben das vollmundige Versprechen der Europäischen Union, 1 Million Schuss Munition bis Februar zu liefern, stillschweigend beerdigt wurde und gerade mal 300.000 geliefert werden. Das sind 10 Tagessätze, was die Russen verschießen und etwa 30 Tagessätze, was die Ukrainer verschießen. Es ist viel zu wenig von allem, weil wir geglaubt haben, mit den wenigen Mitteln, die wir senden, ohne Luftüberlegenheit, ohne ausreichende starke Kampfunterstützung an der Front, dass die Ukraine das schon irgendwie richten wird. Dabei führt sie einen Stellvertreterkrieg, denn wenn sie zerfällt, weitet Russland wie versprochen und zugesagt den Krieg gegen das Baltikum und Moldau aus. Deswegen, die Ukraine hatte die Chance, wir haben sie vertan. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass die Ukraine nicht geopfert wird und einem Scheinkompromiss geopfert wird, wo dann Russland sich nach einer gewissen Erholung den Krieg gegen Mitteleuropa fortsetzt. Die Ukraine hat die Wahl, Teil des westlichen Bündnisses der Europäischen Union zu werden oder sich aufzugeben. Und ein Aufgeben der Ukraine, das heißt also Teil der Russländischen Föderation zu werden, hätte Massenflucht zur Folge. Und ich glaube, es ist ganz wesentliche Aufgabe von uns Abgeordneten, wenn die Bundesregierung schon so zurückhaltend ist, bis auf Pistorius und Baerbock, dass wir klarmachen, wenn die Ukraine einem Scheinfrieden, einer Waffenstillstandslinie zustimmen muss, dass Millionen Ukrainer das Land verlassen werden. Es sind Zehntausende Kinder entführt worden nach Russland. Es sind furchtbare Kriegsverbrechen begangen worden. Das heißt, auf der anderen Seite der Waffenstillstandslinie herrscht dann nicht Frieden, sondern es werden Racheakte durchgeführt, Vergewaltigungen, Entführungen. Russland sühnt furchtbar pro-ukrainische Haltungen. Da geht es um die Vernichtung der Existenz der Ukraine. Und deshalb sollten wir alles daran setzen, dass auch unserer Bevölkerung bewusst ist, dass Russland es um das Existenzrecht der Ukraine geht. Am Ende muss also stehen,
dass wir uns anstrengen, dass die Ukraine ihre Grenzen wieder befreien kann, dass die Krim vielleicht einige Jahre unter internationale Aufsicht kommt. Aber es hat auch eine extrem wirtschaftliche Frage. Wenn die Ukraine zerfällt, sind die Folgekosten viel größer, als wenn wir jetzt viel stärker reingehen. Und wenn Europa die Energiewende vollziehen will, braucht sie eigene Lithiumvorkommen. Die größten Lithiumvorkommen in Europa liegen im Donetsk-Luhansk-Gebiet. Deswegen will Russland diese auch, um uns abhängig zu machen von der Energiewende mit Blick auf Elektromotoren. Also wir haben hier auch ganz andere Ziele noch im Hintergrund. Und deshalb brauchen wir eine vereinte Anstrengung der Bürgerinnen und Bürger, damit unsere Politik die Rückendeckung hat, mehr für die Ukraine zu tun. Und umgekehrt verdienen unsere Bürgerinnen und Bürger mehr Haltung und Orientierung aus der Politik. Ein Bundeskanzler könnte deutlich mehr erklären, er macht es zu wenig. Und wir müssen uns bewusst sein, dass auf der russischen Seite niemand steht, der verhandeln will. Putin hat doch die Woche schon deutlich gemacht, dass es ihm gar nicht darauf ankommt, zu verhandeln, sondern seine Kriegsziele durchzusetzen. Also die Ukraine zu entmilitarisieren, wie er das nennt, zu entnazifizieren, wie er das nennt, und sie sich einzuverleiben. Und das sind keine Verhandlungsgrundlagen. Deshalb ist es viel wichtiger, die Ukraine in eine Verhandlungsposition zu bringen, bis zum April letzten Jahres. Und das bedeutet, dass die Ukraine aus einer Position der Stärke heraus verhandelt, dass sie die Zehntausenden Kinder zurückbekommen, dass die Kriegsverbrechen gesühnt werden und dass kein Gelände an Russland geht. Also zunächst einmal ist ganz wichtig, dass es keinerlei Einschränkungen in der Unterstützung der Ukraine gibt. Das rechtfertigt auch viel weitere und weitergehende Finanzmaßnahmen, aber auch Verbesserungen der Arbeitsorganisation in der Rüstungsindustrie und viele mehr. Also das ist von der Union aus völlig klar. Diese Regierung hat Taurus-Anträge von uns, die uns ja so wichtig waren in der Unterstützung der Ukraine, abgesetzt von der Tagesordnung. Sie stimmt jede Sitzungswoche, nimmt sie die von der Tagesordnung des Auswärtigen Ausschusses. Dieses Spiel, das furchtbar ist, müssen wir 10-mal machen. 2-mal haben wir es bereits gemacht. Dann darf es wieder im Bundestag debattiert werden. So geht man nicht mit der Ukraine um. Und der Bundeskanzler schafft diese Notlage durch sein Fehlverhalten selbst. Der Bundeskanzler führt die Ukraine in eine Notlage. Wenn er dem Vorschlag der Union gefolgt hätte, hätte die Union bereits den Weg freigemacht und die Ukraine hätte deutlich mehr Geld und Unterstützung, auch Taurus.